Hallo liebe Whisky-Fans, hier ist wieder der Eilerbjörn und heute habe ich eine relativ neue Abfüllung hier stehen und zwar handelt es sich um einen Ben Rommach. Zu Ben Rommach erzähle ich nur eine Kleinigkeit, weil die Daten, die kann man alle überall im Internet nachlesen. Nur kurz, Ben Rommach ist eine Speyside-Brennerei, wurde 1898 gegründet und wird zurzeit von Gordon und MacPhail geführt. Die wurde irgendwann mal geschlossen und Gordon MacPhail hat sie dann aufgekauft. Und hat sie jetzt wieder im Programm. Von Ben Rommach hatte ich bis jetzt nur den 15-Jährigen. Den fand ich gut, muss ich sagen. Und dann kam jetzt vor einiger Zeit dieser neue hier auf den Markt. Und der hat mich gleich angesprochen. Weil Rauch und Weinfassreifung, das ist ja meins unter anderem. Und deswegen hat er mich gleich angesprochen. Musste ich mir auch gleich kaufen. Ja, bevor wir zu den Eckdaten kommen, hier, das ist die Umverpackung. Ja, hier mit dem Lila. Ja, ich finde es gut. Muss jeder selber wissen. Ne? Und hier haben wir einmal die Flasche kurz gezeigt. Der Korken, der ist schön hier mit Ben Rommach drauf. Hier in Rot gehalten. Ja, auch sehr hübsch. So, dann kommen wir mal kurz zu den Eckdaten von dem Guten. Und zwar wurde der 2011 destilliert und kam 2023 in die Flasche. Er hat ein deklariertes Alter von 12 Jahren. Und er gehört zur Contrast Double Matured Serie. Und zwar heißt er richtig Bordeaux Wine Cask Finish. So, wenn man jetzt mal guckt, hier steht drauf, er wurde initial in First Fill Bourbon Cask gereift. Und dann für 5 Jahre kam er in Bordeaux Weinfässer. Wenn man jetzt rechnet, weiß man 7 Jahre Ex-Bourbon und dann nochmal 5 Jahre in Bordeaux Rotweinfässer. Das ist für mich kein Finish mehr, das ist schon eine Zweitreifung. Also für mich müsste das eine Zweitreifung sein. Der hat 46 Volumenprozent, der gute. Und der ist nicht kühl gefiltert. So, Ben Rommach färbt auch nicht. Aber es steht explizit nicht drauf, dass der nicht gefärbt ist. Ich meine, man muss es ja auch nur drauf schreiben, wenn man färbt und wenn man nicht färbt. Aber es ist ja auch eine Marketing-Sache, wenn man gleich aufschreibt, nicht gefärbt. Aber Ben Rommach färbt nicht im Allgemeinen. Ja, also sind auch tolle Eckdaten und ich habe dafür bezahlt 58,60 Euro. Und wenn man jetzt mal guckt im Netz, dann bewegt er sich so zwischen 58 und knapp über 60 Euro. Da muss man mal ein bisschen gucken. Aber für die Eckdaten finde ich in Ordnung und wenn er jetzt noch schmeckt, und ich habe ihn ja schon, wie man am Füllstand sieht, mehrfach probiert, er schmeckt sehr gut, dann finde ich, ist das ein fairer Preis. Aber das ist wie immer jedem selbst überlassen, ob er es zu teuer findet oder ob er sich den holen möchte oder nicht. Ja, so, dann wollen wir mal die Nase kurz reinhalten. Ja, der Rauch ist da, also jetzt nicht wie ein Laphroaig oder ein Artberg, auch nicht medizinisch, sondern eher so erdig mit einem leichten, kräutrigen Einschlag. Auch nicht so kräftig wie Laphroaig, sondern ja, so Richtung Ardmore von der Stärke her, würde ich sagen. Die Vanille von den Ex-Bourbon-Fässern riecht man definitiv. Und dann hat man so eine Säure. Und es könnte Richtung rote Johannisbeeren gehen. So ein bisschen Himbeere im Hintergrund ganz leicht. Und eine Süße kommt mit. Von der Vanille wahrscheinlich. Und man merkt aber auch schon so eine Holzwürze, die da aufkommt. Ja klar, Bordeaux-Fässer, europäische Eiche. Ja, da 5 Jahre in diesen Fässern. Ja, schöne Note. So was Süßes, das könnte Richtung Karamell gehen. Eine schöne Nase. Ach so, die Farbe. Die Farbe haben wir ganz vergessen. Also ich zeige euch die Farbe mal. Ein dunkles Gold, würde ich sagen, mit so einem leichten Rotstich. Ja. Dann wollen wir mal probieren. Prost. Hm.
Oh ja. Tritt kräftig würzig an. Die Eiche ist sofort da. Man hat so eine leichte Pfefferschärfe vorne auf der Zunge. Dann kommt so eine Süße. Und auch so eine Rotfruchtigkeit, so Trauben in die Richtung. Und der Rauch ist im Mund präsent, aber nicht heftig. Also wer jetzt auf Rauchmonster steht, das ist kein Rauchmonster. Der hat schon kräftig Rauch. Ich meine, ich bin auch versaut vom hier Lafroig. Aber ja, er ist nicht so dominiert an Rauch. Der untermalt das Ganze sehr schön. Ja, aber die Würze vom Holz, die ist schon kräftig da. Und das ist immer so ein Wechselspiel zwischen Fruchtigkeit, Süße, Holz, der Rauch noch dazu. Hat schon nicht einfach. Aber mir gefällt er. Ja, nach dem ersten Schluck hier. Der Aroma immer noch da. Vanille, leichtes Karamell. So eine Säure von eher rote Johannisbeeren. Ein bisschen Himbeere. Eine Süße. Ja, Holz strömt ja auch schon einem in die Nase. Oh, nochmal einen zweiten Schluck. Prost. Ja, und jetzt nach dem Runterschlucken baut sich das Holz immer mehr auf, bis er vorne an der Zungenspitze so eine leichte Pfeffrigkeit hinterlässt. Und dann kommt der Rauch, kommt nochmal so eine Süße. Und jetzt geht es Richtung Espresso im Abgang. Ja, also der ist schon nicht einfach. Zwischendurch blitzt dann nochmal die Vanille auf mit so ein bisschen Süße. Ja, Abgang ist immer noch mit herben Espresso-Noten. Ja. Und das Holz ist auch noch da. Ah, der hat schon Ecken und Kanten, muss man sagen. Aber lecker. Also mir gefällt er gut. Also für einen Anfänger, der gerade mit Whisky angefangen hat, ist der wohl nichts. Weil der hat schon echt Ecken und Kanten. Dieses Wechselspiel zwischen dieser herben Würzigkeit durchs Holz, was sich immer weiter aufbaut, diese Pfeffrigkeit vorne an der Zungenspitze, in Verbindung mit Wechselspiel zwischen Süß, Fruchtigkeit, und dann haut das Holz wieder zu. Also, ja, schöner Whisky, meiner Meinung nach. Den gibt es ja jetzt schon ein bisschen auf dem Markt. Habt ihr den auch schon mal im Glas gehabt? Was sagt ihr dazu? Habt ihr ganz andere Notes? Sagt ihr, ist doch absolut für einen Anfänger geeignet oder nicht? Ja, lasst mich wissen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich beantworte auch jeden Kommentar. Weil ich mache das, um mich hier auszutauschen. Ja, und deswegen ist man auf Kommentare angewiesen. Und wer es noch nicht getan hat und immer so zuguckt, lasst auch gerne noch ein Abo da. Ja, würde mich auch drüber freuen. Oder lasst einen Daumen hoch da. Das pusht den Kanal auch ein bisschen. Ja, mal gucken, wie weit ich mit diesem Kanal komme. Ich meine, ich hätte es nicht gedacht, ich bin jetzt irgendwie bei 140 Followern. Ja, Ende November angefangen. Mal sehen, wie weit es noch geht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir gefällt er gut. Wer ihn auch schon mal ein Glas hatte, gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt gerne mit euch. Daumen hoch lassen, wer noch nichts getan hat. Ein Abo dalassen. Bis demnächst. Ciao.